Wargame-Freunde und willkommen zu dieser Wargame Erlend Battle Beta. Ich habe die Ehre, in der Beta-Version hier schon teilnehmen zu können, genauso wie die Menschen hier auch, die man hier allerdings nur als Schriftzüge sieht. Und ich möchte euch hier heute einfach mal zeigen, wie das Menü so aufgebaut ist. Man sieht schon, es unterscheidet sich deutlich von dem Vorgänger European Escalation. In vor allem diesen Dingen hier sieht man also das so wie beim Vorgänger, nur dass hier Menschen sitzen, sich bewegen und diese Apparaturen steuern. Hier rechts gibt es dieses Telefon, wo man dann mit den Kontakten umspringen kann. Hier kann man mit einem Kontakt Kontakt aufnehmen, hier kann man einen hinzufügen, einen Freund, und hier kann man einen löschen. Hier steht die Levelanzeige mit dem Namen und alles, mit den Befehlspunkten, die man hat. In der Mitte, ich bin eben HeidelOL2. Und hier links gibt es das Menü, das recht übersichtlich gehalten ist momentan noch und nicht so viele Auswahlmöglichkeiten hat. Allerdings kennen wir das schon aus dem Vorgänger, denn wenige Auswahlmöglichkeiten bedeutet nicht, dass es automatisch nicht so viele gibt, sondern dass es einfach hier in dieser Ebene der Optionen nicht so viele gibt. Ob da jetzt noch was dazu kommt, da kommt noch was hinzu, zum Beispiel Einzelspieler, aber so viel jetzt auch nicht, dass alles belegt ist. Gut, hier mit Optionen, da kann man zu den Optionen springen, hier kann man das Deck ansehen, beziehungsweise die Decks bearbeiten. Hier kommt man in den Multiplayer rein, man kann schon Multiplayer spielen in dieser Beta. Und Skirmish ist eine, ist Einzelspieler quasi, gegen die KI, man kann wieder gegen die KI spielen. Und hier kann man sich mal sein Profil ansehen. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Option. Und was ich dazu noch sagen kann, hier ist alles momentan noch auf Englisch. In der Beta ist alles auf Englisch, also ja, haben nicht englischsprachige schon ein wenig gelost. Sticky Selection gibt's hier. Show Hotkeys, das könnt ihr alles sehen. Wie man hier sehen kann. Ich klicke hier gerade drauf, nur Englisch. Dann gibt es hier schon neue Optionen in dem Menü, die man auswählen kann. Man sieht schon Not Available in Beta Version, was bedeutet, man kann es noch nicht auswählen. Man kann allerdings schon Interface auswählen. Da gibt es hier Icons Type, ATS und NATO. Ich gehe einfach mal auf NATO. Label Style, Erlend Battle. Oder European Escalation oder Custom, wow. Cool. Was gibt's denn hier? Medium finde ich gut. Merging, Soft. Machen wir aber mal Soft, das kommt vielleicht ein bisschen besser. Units per Company. Figure, Block. Ach, ich habe keine Ahnung, das ist alles auf Englisch da. Ich weiß nicht. Die englische Sprache hat auch seine Eigenheiten und. Aha. Number of Lines, Multiple. Okay, machen wir auch mal die 4. Label Size in. Machen die auch mal Medium. Hard Size, Normal, Minimap Size, Normal. Und Close Production Menu, das finde ich auch in Ordnung. Applyen wir mal. Dann kommen wir in die Controls rein. Change Focus ist mit dem Tabulator. Ah, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Hier gibt es sogar Flares, die kann man einsetzen mit F. Evacuate. Sorry. Reverse und das ganze Zeug. Smoke at Position. Man kann auch, was auch neu ist in Erlend Battle, man kann Artillerie mit Rauchgranaten schießen lassen und so die Sicht nehmen. Was auch ein wichtiger Bestandteil ist. Hat man keine Sicht, kann man nicht feuern. Unload, Attack, das könnt ihr alles ansehen. Einfach auf Pause klicken, auf Pause drücken. Und ich gehe einfach mal hier auf Audio drauf. Audio-Einstellungen bedeutet hier wieder nur nicht die Qualität, also vielleicht Dynamic Range Compression ein bisschen, sondern eher nur diese Aufteilung. Gameplay, das hatten wir noch nicht. Subtitles haben wir angeschaltet. Doch, das hatten wir schon, das war am Anfang. Video gibt's hier, ähnlich wie der Vorgänger auch, kann man hier alles auswählen.
hier Voreinstellungen, dann die Auflösung. Kann man hier alles machen. Einfach auf Pause drücken, falls euch interessiert. Grass Animation gibt es übrigens auch. Das schalte ich gerade mal an. Weil ich das sehr gut finde. Und ja, man muss aufpassen mit der Grafikeinstellung. Das ist recht grafikintensiv momentan, das Spiel. Und das war es eigentlich auch schon in diesem Menü. Ich gehe zurück und gehe mal auf Profil. Man sieht hier, hier bei Friends ist ausgewählt. Stats, also Statistiken, gibt es noch nicht in der Beta-Version. Und natürlich habe ich hier noch keine Freunde. Nickname kann man hier auswählen. Ich bleibe allerdings bei meinem Namen. Den finde ich gut. Das war es hier auch schon wieder. Und ich zeige euch, ja, Stack. Hier gibt es schon, was in der Beta schon so gemacht wurde. Es gibt fortinstallierte Decks. Und zwar gibt es, was auch eine Neuheit ist, eine Neuheit in Erland Battle. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Spezialisierungen zu machen für verschiedene Länder. Und es wurden einige Länder hinzugenommen. So gibt es jetzt zum Beispiel Dänemark, Kanada, Schweden, Norwegen. Die sind jetzt dazugekommen. Allerdings im Osten gar nicht so viel. Tschechoslowakei, Sowjetunion, Eastern Germany, Polish ist also eigentlich nicht viel geändert im Osten, allerdings hier schon. Ja, also ist hier das angezeigt. Man sieht schon National Deck oder hier Era, also Ära, die Zeit, der Zeitraum. Das gibt's, das sind dann eben diese Vorteile, wo man dann bestimmte Vorteile noch bekommt. Hier zum Beispiel bekommt man 80% der ja, Erreichbarkeit des Vorhandenseins für alle Einheiten. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf Deutsch heißt. Ich kann mir das nicht so richtig gut vorstellen, weil wie gesagt, Englisch hat so seine eigenen Formen, Begriffe und es, naja. Also man sieht hier schon, es geht voranstelliert. Ich gehe jetzt einfach mal auf die USMC, also United States Marine Corps. Dann kann ich auch einfach auf View gehen und hier sind wir in unserer Halle und dann kann ich hier einfach alles ansehen, was hier in den verschiedenen Bereichen gibt, ausgewählt wurde. Hier sieht man zum Beispiel teilweise auch neue Fahrzeuge, zum Beispiel den hier. Es gibt einige neue Fahrzeuge tatsächlich. Ich würde sagen, lasst euch auch einfach mal überraschen, was alles so Neues gibt. Es gibt zum Beispiel LIV oder ja, die gibt es eigentlich auch schon, aber zum Beispiel gibt es hier USMC-Panzer, es gibt neue Helikopter und neue Flugzeuge. Vor allem Flugzeuge sind hier ganz neu und es gibt wirklich sau viele Flugzeuge eigentlich. Das ist ganz interessant. Ich gehe allerdings auf die Decks nochmal später ein. Armory, das ist etwas, da kann man sich ansehen. Man kann auch hier Grid hiden. Info halten. Da kann man sich alle verfügbaren Einheiten im ganzen Spiel ansehen. Und ganz genau. Und man kann hier zum Beispiel die Planes auswählen für die Amerikaner. Da muss man jetzt erstmal alles wegmachen. Das kennen wir ja schon aus dem Vorgänger. Und dann sehen wir alle Flugzeuge, die verfügbar sind für die Amerikaner. Und hier sehen wir den A-Time Thunderbolt 2. Mit der mittleren Maustaste kann man drehen und ja, man sieht schon sehr detailgetreu und das ist auch dieses mit der diese Halle, wo man sich alle Einheiten nochmal richtig schön ansehen kann und auch noch hier diese ganzen Daten. Finde ich sehr schön gemacht, muss ich sagen. Gut, dann gibt es hier den Multiplayer, dann gibt es hier wieder diesen das Auswahlfenster für das Ganze. Dann kann man wieder hier den Räumen beitreten und einfach ganz normal wie gehabt spielen. Let's Shows bzw. Let's Plays gibt es dann später auch noch, wo ihr dann auch sehen könnt, wie das auf dem Schlachtfeld aussieht und wie ihr das spielen könnt. Ja, das ist schon Ranked Games. Da kann man hier wieder in ein Ranked Game reingehen, das kann man aus dem Vorgänger auch. Und hier kann man natürlich einen neuen Raum erstellen. Da gibt es Public und Private und es gibt verschiedene Größen. Es gibt allerdings auch hier Online-Kampagnen kann man zum Beispiel auch spielen, also eine Koop-Kampagne, finde ich sehr schön eigentlich.
Saved Games Replay, das also von Wiederholungen, das gibt's auch noch nicht. Es gibt jetzt 10 gegen 10 Maps. Gigantische Maps mit 20 Teilnehmern. So unglaublich groß und riesig. Wow. Also das ist eine riesen Neuerung und ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Gut. Skirmish gehe ich einfach mal rein. Hier kann man einfach wieder seine Einstellungen anpassen. Da kann man hier zum Beispiel die Map Goal nehmen. Destruction Economy gibt es auch noch. Also hier jetzt nur ein paar wenige Voreinstellungen, die man machen kann, damit man eben so einen kleinen Einblick schon mal hat. Natürlich kommt dieses riesige Paket an neuen Informationen, alles dann bei Release in der vorletzten Herbstwoche, vorletzten Maiwoche, sorry, am Freitag. Ich weiß gar nicht, was das für ein Tag war. Dann gibt es hier wieder 4000 auszuwählen, 8000 Tod Destruction. Natürlich nimmt es auch ab. Je weniger Starting Points man hat, desto weniger Victory Points gibt es. Und es gibt natürlich auch ein Time Limit wieder. Man kann hier bis zu 8 gegen 8 kann man, also gegen bis zu 4 gegen 4. Und die kann man sich das auch noch alles an auswählen, was für ein Deck man spielen möchte. Switch Team geht natürlich auch, dass man dann auf der gegenseitigen Seite ist. Aber man kann natürlich nur NATO machen oder auch nur Pakt. Ich bevorzuge aber gerne Konfrontation. Kann man hier Lounge machen, da kann man dann reingehen und ich lief aber wieder. Gut, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Das war hier die Menüführung und ich hoffe, ich schalte demnächst wieder ein, wenn es dann an die Decks geht. Oder an, ja, an einfachen Gameplay oder an Let's Play oder Let's Show. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zusehen, habt noch einen schönen Tag und bis dann.